Hallo und willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Nuro. So, nachdem das Modpack jetzt auch geupdatet ist, war es glaube ich letzte Folge schon, aber jetzt kann man auf jeden Fall, wenn man hier Witchery eingibt, Witchery, zeigt einem auch Sachen an, die er vorher nicht angezeigt hat. Zum Beispiel, wie ich an Mutantes komme. Das Rezept hatten wir vorher nicht, glaube ich. So, und was wir natürlich brauchen, ist neben unserem Altar diese Destille. Deshalb gucken wir jetzt hier. Witcherie. Witcherie, wo bist du? Da, Destillerie. Eisen haben wir auf jeden Fall. Gold. Atun Stone. Brauchen wir einen Whiff of Magic. Ich habe jetzt verschiedene Saplings einfach schon mal gebraten. Ich hoffe einfach, dass der jetzt mal dabei war. Ja, wunderbar. Können wir das wieder da rein tun? Dann machen wir die Destillerie. Bam. Die müssen wir jetzt allerdings nicht hier unten aufstellen, sondern die muss, glaube ich, in der Nähe vom Altar stehen. Oh, ich habe F7 noch an, vom Ausleuchten eben. Das Feld hier habe ich weggemacht, weil ich habe nach hierhin zwar ein bisschen erweitert, also wir werden irgendwo noch unsere Pflänzchen anpflanzen. Aber ich habe mich jetzt erkundigt, also 11 mal 11 sind wohl die Circle. Und wenn wir hier anfangen, passt das hier dann auf jeden Fall hin. Deshalb sind die Pflanzen da weg. So, und die Destille stellen wir einfach mal hier an den Baum. Da muss jetzt, glaube ich, auch dieses Jar-Gedöns rein. Davon müsste ich aber auch was haben. Gib mir einfach mal einen Jar. Ja. Kommt da oben einfach mal ein Steck rein. Und dann gucken wir mal, was wir noch so anstellen können. Ich habe auf jeden Fall vor, heute meinen ersten Zauber auch zu wirken. So, jetzt brauchen wir noch die verschiedenen Kreiden. Die sind auch ganz wichtig. Beziehungsweise vorher machen wir unsere Altar-Power hoch. Und zwar, da habe ich mich mal schlau gemacht. Und zwar brauchen wir einen Skelettkopf oder einen Wither-Skelettkopf. Wither-Skelettkopf sind besser, also nehmen wir natürlich den. Und dann gab es noch so komische Sachen, die wir da draufstellen konnten, um auch die Reichweite zu erhöhen. In dem Video, der hatte gesagt, man kann verschiedene Sachen drauf tun. Na, wo ist es denn? Da. Die zwei Sachen hatte der jetzt da drauf stehen, die nehmen wir jetzt auch einfach der Einfachheit halber her. Noch ein Atunstone. Ich hab keine Lava mehr. Bucket. So, das machen wir uns jetzt einfach. Jetzt haben wir wieder Lava. Davon brauchen wir zwei Stück. Und ich vermute einfach mal, dass das andere Ding auch einen braucht. So, jetzt müssen wir wieder Add Witchery. Witchery. Irgendwann werde ich mich auch mal darum kümmern, dass ich hier die Einstellungen ändere, dass sich das hier nicht immer mit ändert. Zack, da haben wir ein Chalice. Und einmal Candela. Candelabra. So, wenn wir jetzt aufs Dach gehen. Achso, zu meinen Hausänderungen gehe ich gleich noch kurz ein. Ich habe natürlich ein bisschen offline weitergebaut. Jetzt brauchen wir den Wither Skelly Kopf. Achso, zur. Jetzt haben wir 904 Altar Power. Machen wir. Bam. Und dann steigt das auf 2712, also das Dreifache. Das ist einfach mal genial. Stellen wir das noch auf. Das erhöht, glaube ich, nur die Sachen, habe ich, hat er irgendwas erzählt, erhöhen die Reichweite oder sowas. Keine Ahnung. Also dadurch sammelt er von mehr Pflanzen in der Umgebung ein. Aber ich glaube, wir brauchen die, wir müssen die 4000 knacken. Für den Zauber, den ich heute machen will. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen Saplings pflanzen. Sapling. So. Davon können wir noch mal 2, 3 aufstellen. Nehmen wir einfach mal 3 Stück von den Witchery-Bäumen. Gibt es noch mehr Witchery-Bäume? Elder haben wir. Ja, da ist auch noch ein Witchery-Baum. So, dann machen wir Bone Meal.
Na gut, im Kreis ist doof. Wachse. Mach einfach mal einen Baum von jeder Sorte. Hier müsste theoretisch noch genug. Ja, wunderbar. Noch Platz sein. Und du kommst dann hier hin. Was sagt denn unser Altarpower jetzt? Oh, die 3, 4000 knacken wir. Das kriegen wir hin. So, dann werde ich nur nachher hingehen müssen. Und ich glaube, die Solarzellen sind dann jetzt ziemlich useless, oder? Ne, sie arbeiten immer noch. Okay. Das ist gut. Aber wenn ich jetzt genau hier in diese Lücke noch einen Baum setze, ob sie dann noch arbeiten? Schabuff. So, Altarpower reicht. Das heißt, wir sind mit den Pflanzen erstmal fertig. So, boah, so produktiv waren wir lang nicht mehr in irgendeinem speziellen Mod jetzt. Egal. Packen wir den Quatsch wieder weg. Jetzt brauchen wir jetzt Schalk, um. Ich weiß nicht, ob ich das hier nehmen kann. Ich baue mir einfach die Sachen von Witchery. Gypsum. Fulfum. Oak. Okay. Oak. So, sogar Oak Wood verbrennen. Dann machen wir das natürlich. Ja, was war das jetzt? Schalk. Genau, andere Sachen kann man ja davon bestimmt schon mal herstellen. Tear of the Goddess ist das. Muss ich auch da drin machen. Breath of the Goddess. Breeze habe ich aber doch schon, oder? Oh, nur einen. Egal, den werden wir auf jeden Fall dann schon mal. Ja. Tear of the Goddess, da ist sie doch. Breeze of the Goddess und Lapis Lazuli. Oh, da kriegen wir auch viel Film raus. Okay. Das heißt, das haben wir. Die Jars haben wir oben schon drin. Lapis. Jetzt werden wir unsere Distillerie das erste Mal verwenden. Wie spannend. Da rein. Da rein. Blub, blub, blub. Das braucht jetzt ein bisschen. Zieht das eigentlich auch Altarpower? Zumindest nicht nennenswert. Okay. Das ist schon mal gut. Was wir auf jeden Fall auch brauchen, ist das Buch. Magic. Circle Magic. Und zwar. Oh, es gibt auch 15 mal 15. Okay. Summon a Witch. Ich kann mir Witch selber beschwören? Ist ja geil. Das hier war es, glaube ich. Spirit of Otherwhere. Den Zauber wollte ich zuerst machen. Brauchen wir 4000 Altar-Power. Merken wir uns mal Seite 60. Geben wir ein Otherwhere. Otherwhere. Genau, das ist etwas mehr Aufwand. Mutated Mutandis. Habe ich überhaupt noch Mutandis? Mutan. Nein, habe ich nicht. Brauchen wir Mandrake, Exhale und Egg. Mandrake. Exhale. Und Egg. So. Dann sollten wir unseren Magnet ausmachen. Ah, da ist auch schon ein bisschen Fuel Firm. Das ist gut.
Dann muss ich hier droppen. Einmal Mandrake. Einmal das. Einmal das. Und jetzt brauche ich noch eine Bottle. Bottle. Plopp. Dann haben wir schon mal Brew of Colored Water. What? Nein! Ich bin blöd. Kann ich das wieder da reinmachen? Nein! Okay, das Ding kann für immer im ME-System vermutlich verschwinden. Das ist jetzt nicht so gut. Ich wollte Mutantes haben. Mandrake, Exhale, Egg. Vielleicht braucht das einfach länger. Bucket. So. Lassen wir mal die einzelnen Zutaten etwas köcheln. So. Dann davon eins. Und dann davon eins. Dann leckt's irgendwie, ja. Er arbeitet. Zeigt er mir auch an. Ah, okay, ich muss ihn einfach arbeiten lassen. Wieder was gelernt. Da sollten wir jetzt ein paar mehr von. Oh, fuck. Dreimal schöppen. Also ich muss ihn einfach nur arbeiten lassen. Zack, zack, zack. Und it's magic. Push. Und gleichzeitig, was der macht, das reicht uns erstmal an Fuel Firm. Weil wir wollen ja auch nicht zu viel von dem Quatsch herstellen. Behalten wir auf jeden Fall schon mal im Inventar. Jetzt schmeißen wir hier noch einmal Mutandis an. Und dann gehen wir gucken, was unsere Destille oben macht. Ist auch schon fertig. Wunderbar. Stehst im Weg, Spinne. So. Jetzt brauchen wir aber das verbesserte Mutandis. Mutandis. Das ist einfach nur Netawarz und dann Mutandis. Okay. Wart. Machen wir uns einfach mal 5 Stück. Man sollte vorher vielleicht wieder Wasser reintun. So, dann einmal Netawarze. Und Mutandis. Und siehe da. It's magic! Badusch. Kriegen wir einmal Mutandis. Oh, ich hätte das anders bauen sollen. Egal. Natürlich ganz schön nochmal. Und weil es so schön war, nochmal. Oh, ich hoffe, das funktioniert. Er hat jetzt beides gleichzeitig reingesaugt. Jawohl. Slowness? Wieso bekomme ich denn Slowness? Ist vielleicht ein Nebeneffekt davon. So, 2 Stück noch. Dann haben wir erstmal 5 Stück. Das muss dann erstmal reichen. Das weiß ich ja jetzt, wie es geht. Da kann ich dann auch offscreen einfach von dem ganzen Quatsch ein bisschen herstellen. Aber ich will heute den Zauber noch hinkriegen. Huch. Oh, er hat es natürlich trotzdem genommen, auch wenn es daneben gefallen ist. Ist unten im Feuer verbrannt. Egal, das nehmen wir noch. Das ist noch gut. What? Paralyst.
glaube, zu viel von diesem Mutantis Extreme sollte man nicht mithaben. Hört das denn auch auf? Ja, dann sind es nur Nebenwirkungen von der Brauerei. Okay. So, wir haben jetzt unsere Tier. Und was machen wir mit der Tier? Da war doch irgendwas. Genau, Ritualschalk. Schalk. Fehlt uns noch Gypsum. Fülfium und Quicklime. Quicklime machen wir aus Asche. Asche. Da ist er doch schon. Machen wir einfach mal 32 davon. Wadusch. Und Fülfium und Quicklime haben wir. Das muss dann oben rein. So. Hallo. Nimmst du davon zwei, davon zwei und machst blub blub. Das läuft dann auch wieder durch. In der Zeit, wir brauchen auch noch, bei dem Zaubern kann man sterben. Das heißt, wir müssen uns auch noch so eine Poppet machen. Poppet. Was haben wir denn hier? Fire Protection Poppet. Die haben wir irgendwo gefunden. Dafür brauche ich eine Bone Needle. Dafür brauche ich. Oh, habe ich gerade gemacht, ich Depp. Wolle, String, den Rest müsste ich eigentlich haben. Jawohl, wir haben eine Poppet. Und unser Bett müssen wir aufstellen. So, der war ein kurzer Leck. Unser Bett stellen wir jetzt einfach mal. Wo stürzt der nicht? Hier auf. So, dann setzen wir unseren Spawnpunkt kurz. So, dann haben wir die Poppet. Und jetzt brauchen wir noch Death Protection. Wie ging das jetzt nochmal? Was? Poppet Protection, Poppet? Okay. Armor Protection, Tool Protection, Death Protection. Brauchen wir Diamant Vapor und Drop of Luck. Diamant Vapor. Kriegen wir zweimal Diamant Vapor raus. Brauchen wir Oil of Vitrol. Oil of Vitrol kriegen wir durch den Prozess, den wir oben schon machen. Genauso wie das Gypsum. Das ist wunderbar. Dann brauchen wir Drop of Luck. Dafür brauchten wir die Tear of the Goddess. So, das heißt, wir müssen jetzt reinschmeißen. Mandrake, Netherward, Tear of Goddess. Refaint Evil. Hot. Wir müssen einen Diamond. Boah, okay. Das wird noch ein wenig aufwendig. Das heißt, wir brauchen noch eine Ghast-Tier. Das heißt, wir brauchen Diamant. Müssen wir direkt drei Stück mal nehmen. Und eine Tier. Oh, da habe ich sogar noch eine Tier of the Goddess gehabt. Ne, die haben wir doch gerade eben erst hergestellt. Ich Vollhorst. Nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Ein Ghast-Tier, da reicht eine. Wir verbrennen ja gar nichts. Im Zweifel immer irgendwas verbrennen. So. Hüpf. Jawohl. Oil of Vitrolen tun wir jetzt da wieder rein. Und tun dann den Diamant dabei. Da muss man natürlich das noch rausholen. Komm, machen wir auch direkt zweimal. So, das ist aber wieder sehr unproduktiv, wenn ich da einfach nur warte. Ich kann bei den Schalks weitermachen. Weil jetzt habe ich ja das Gypsum. Schalk. Das heißt, ich muss nachher auch noch eine Tier machen. Zweimal Ritualschalk. Vermutlich brauchen wir hier schon die Otherware-Schalk. What? Ey, der Typ in den Tutorial-Videos, die ich mir angeguckt habe, hat das alles gecraftet. Dann hat sich bei Witchery wieder was geändert. Okay. Das heißt, wir brauchen noch eine Tier of the Goddess. Das heißt, wir brauchen noch einen Breeze. Dann müssen wir Birch Saplings verbrennen. Birch.
Oh, wir haben nur noch 9. Das heißt, ich kann maximal 8 Stück verbrennen, damit wir die noch vervielfältigen können. Du raus, 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 rein. Gimme, gimme das Richtige. Komm schon. Na gut, wir müssen ja eh oben noch ein bisschen machen. Diamond Vapor, Diamond Vapor. Odor of Purit brauchen wir bestimmt für irgendwas. So, wie ging das jetzt? Ich musste den Diamond Vapor reintun. Und irgendwas anderes. Death. Protection. War auf der letzten Seite, oder? Ja. Das haben wir, das brauchen wir. Das stellen wir her. Da brauchen wir das. Okay, es war aber irgendwas anderes, was wir noch herstellen müssten. Das hier. Genau, Diamond Vapor und eine Ghast-Tier. Ghast-Tier, Diamond Vapor. Das macht wieder blub blub. Gehen wir wieder nach unten. Jawohl, zweimal. Komm schon, mach uns einen dritten. Oh, ich hoffe, das reicht. Wir brauchen eins davon, von dem, was danach rauskommt, für die Death-Dings. Oder? Ja, doch. Genau, hier brauchen wir eine Tier of the Goddess. Und sonst hoffentlich nirgendwo mehr. Bei dem Chalk. Chalk. Genau, da noch. Also es sind die zwei. Wunderbar. Dann können wir wieder nach oben. Also im Nachhinein betrachtet hätte es irgendwie Sinn gemacht, Witch's Cauldron und sowas hier auch mit aufzubauen. Aber naja, vielleicht ändere ich das noch. Lapis muss noch mit rein. Fang jetzt nicht an. War doch Lapis, oder? Können wir hier kurz klick, klick. Ja. Zweimal Lapis. Lapis. 29k. Achso, nicht wundern, so viele Rohstoffe. Ich habe im Deep Dark ja das Ding laufen. Alter, 40.000 Iron und ich habe schon 90.000. Also meine Festplatten werden langsam, selbst die 64er werden voll. Das ist die Quarry im Deep Dark und die läuft nur, betrieben wird die nur von dem Reaktorstrom, der halt noch über ist. Weil ich will ja da oben primär das Ding voll bekommen. Den Zwischenstand können wir nachher auch mal gucken. Muss ich jetzt wieder hoch? Ja, Lapis. Ich brauche zwei Lapis. Vor lauter Gequatsche schon wieder die Hälfte vergessen. So. Man kann nicht reinschiften. Und mit der anderen Schalk kann ich dann nachher malen. Den 11x11 Circle. So, Zwischenstand hiervon. Wir sind jetzt bald bei 200 Billionen. Und ja, wenn er 214 Billionen hat, dann hat er 10%. Also sag mal, wenn das Ding einmal voll ist, dann habe ich nie wieder Stromprobleme. Zumal ich ja eigentlich eh nie wieder Stromprobleme habe für den normalen Bedarf. Weil allein die Solarzellen hier. Ich meine, ich habe die extra schon trennen müssen, weil die Konduits nicht genug transportieren konnten. Weil das, wenn die Sonne am höchsten steht, halt, wir sehen jetzt hier 17.000 RF produzieren die gerade. Und die Sonne ist schon wieder also in Richtung am Untergehen. Und hier haben wir nochmal 18.000. Fast 19.000. Da seht ihr schon, da würde ein Konduit das gar nicht packen. Genauso habe ich gesehen, dass ich das Design hier reicht. Also ich kann immer eine Leerzeile lassen. Brauche ich nicht ganz so viele Konduits wieder hinten. Ziel ist es aber ja sowieso, hier die verbesserten zu machen. Weil die hier macht schon 512 RF, diese Resonanz-Solar-Dings. Und wenn man die noch weiter verbessert, kann man bis zu 32.000 RF pro Tick kommen. Und ich sag mal, davon 4 Stück und ja, du kannst den Reaktor sparen. Da bin ich also nebenbei auch noch dran. So, jetzt müsste das oben wieder fertig sein. Jawohl. Jetzt bin ich gerade wieder ein bisschen überfragt. Nein, wir wollten die.
Wir haben zweimal Tear of the Goddess. Genau, das Lackding brauchen wir. Chalk. Das kann ich schon mal machen. Nether war zur Tear of the Goddess Enderpearl. Enderpearl. Ja, eine Warze sollte man auch mitnehmen. Den Eimer brauchen wir gleich dann auch wieder. Was kann denn weg? Den brauche ich nicht. Slimeballs bestimmt gerade auch nicht so. Ich will es nicht falsch machen, deshalb gucke ich noch mal. Ich meine, es war Chalk, Tear of the Goddess und Enderpearl. Genau, und dann ein Ritualschalk am Ende. Dam, 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 dam. Dam, dam. Was war das letzte? Ernsthaft? Ich weiß jetzt, die Enderperle, genau. Dann Chalk. Wir sehen keine Effekte. Warum sehen wir keine Effekte? Mach was, Kessel. Ich will den Quatsch jetzt nicht umsonst da reingeschmissen haben. Ich habe auch nichts wieder ins Inventar bekommen, weil es irgendwie leckt oder so. Nein. Netherwarze, Tear of the Goddess, Enderpearl, Ritualschalk. Das haben wir reingeschmissen. Ich hätte jetzt gern meinen Schalk da raus. Du. Oh, damit kann ich ja malen, stimmt. Hallo, komm raus. Das geht nicht. Ich hab's kaputt gemacht. Ich kann es mit dem Fläschchen aber auch nicht abzapfen. Nur mit dem Eimer abscheppen. Oh, das ist doch kacke. Ich meine, einen Versuch hätten wir noch. Rohstoffe sind ja nicht das Problem, nur halt manche der Sonderrohstoffe hier. So, komm, wir machen das jetzt mal so. Nur wie kriege ich die Flüssigkeit jetzt? Muss ich die jetzt echt in den Eimer? Aber die kann ich doch nie wieder für irgendwas verwenden. Da gibt's doch bestimmt hier, es gibt doch noch das andere. Genau. Das Buch weiß doch bestimmt, wie es geht. So, wir haben Cauldron-Rituale. Waystones, Covens. Ja, such, such, such. Crafting.
Muss ich den scheiß Kessel dafür vielleicht da oben stehen haben? Am Altar? Ich muss irgendwie Platz schaffen. Nehmen wir den ganzen Quatsch mal mit hoch. Brauche ich noch Flint und Steel zum Anzünden. Die Eimer können wieder weg. So, dann stellen wir den mal hier hin. Nein, jetzt habe ich wieder mal ein Loch in meiner Decke gehauen. Egal. So, Flint and Steel. Und der Cauldron. Weil wir brauchen irgendeinen Block. Och nö, jetzt habe ich keinen Block dabei. Das ist echt manchmal zu Mäusemelken. Komm, gib mir einen Block. Schmeiß die Erde vorher weg, weil du denkst, okay, brauche ich eh nicht. So. So. Ja, GG, mein ganzer Wald fackelt ab. Nein, nicht brennen, nicht brennen. Na komm, lass ausbrennen, pflanzen wir neu. Aber das Feuer ist doch da unten. Wie viel Altarpower haben wir denn noch? Oh, noch wird es gehen. Hör auf zu brennen. Hat's aufgehört? Ja. Jetzt ist auch der fucking Cauldron drüber. Das heißt, normal dürfte jetzt nichts mehr Feuer fangen. Was sagt die Altarpower? Wir hätten noch genug. Mit einem halb verkohlten Wald. So, dann füllen wir den Quatsch jetzt wieder ein. Und hoffen, dass er dann was macht. Pusch, mach was. Sag mir nicht, ich habe meinen Wald umsonst abgefackelt. Das ist jetzt wirklich ärgerlich. Also so mit dem Wald ist halb so schlimm. Ich meine, klar, den Baum ganz abreißen, neu pflanzen, fertig. Das Gestrüpp hier, das stört ja nicht wirklich. Hauptsache unser Spanish Moos ist alles noch da. Jetzt spawnen die schon auf meinem Dach. Okay, den Cauldron darf man hier oben nicht haben. Gut, dann, ja. Werde ich doch noch eine Folge brauchen, bis ich zaubern kann. Da jetzt die Sachen alle irgendwie weg sind, werde ich das nochmal vorbereiten, dass wir auf dem Stand sind, dass wir die Infernal Shulk haben. Und dann werden wir morgen weitermachen mit Zirkel zeichnen und unseren ersten Zauber hoffentlich ausführen. Dann hoffe ich, dass euch das gefallen hat, dass wir heute mal etwas produktiver waren. Leider hat es nicht ganz geklappt, aber das kommt dann morgen. Lasst gerne Bewertung da, schreibt in die Kommentare, was ich falsch gemacht habe oder was man besser machen kann. Und vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.